Morgen. Moin. Heute sind wir in Altarm. Wurde eingeladen von Manuel. Und wollte ein bisschen was erzählen hierzu. Ich soll was erzählen? Ja, erzähl mal. Ja, wir sitzen hier an einem Altarm. Eigentlich ist das Angeln jetzt Ende Mai schon fast nicht mehr möglich hier. Da wir aber so ein extrem kaltes Frühjahr hatten, ist Kraut und Seerosen lassen auf sich warten. Daher habe ich mir gedacht, ich fütter hier noch mal eine Zeit lang vor, so Ende Mai. Und jetzt hatte ich vor letzter Woche mit Sascha noch mal gesprochen. Und ja, gestern sind wir kurzfristig in Kontakt gekommen, sind dann ganz spät abends noch losgegangen. Besonderheit ist halt hier, dass man die ufernahen Routen mit Warthose rausbringen muss. Und die Routen auf der anderen Seite entweder mit Boot oder mit Futterboot. Und ja, keine schöne Angelei. Die Fische gehen auch sofort in die Seerosen. Aber man kämpft sich so durch. Und wenn zwei Angler da sind, die Lust und Motivation haben, dann klappt das eigentlich auch immer. Teamwork ist alles. So sieht's aus. Ja, Manuel. Wie bist du dir vor, das Gewässer hier mit futtermäßig und handfuttermäßig? Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich regelmäßig vorgefüttert habe. Das heißt bei mir mindestens jeden zweiten Tag und auch sehr, sehr große Mengen. Wie erwähnt, handelt es sich hier um einen Altarm, der sehr verkrautet und viele Seerosen hat. Das ist zwar dieses Jahr noch nicht so schlimm, aber das fängt schon wieder sehr stark an. Deswegen heißt es für mich, einmal die Woche 25 Kilo Mais kaufen, aufgehen lassen, dann hat man so ca. 35 Kilo plus ca. 5 bis 10 Kilo Boilies. Das verteilt auf 6 Stellen, wenn man davon ausgeht, dass man mit 2 Anglern losgeht. Ja, warum Mais? Solange die Brassen nicht so aktiv sind, man die nicht am Platz hat, da haben wir dieses Jahr noch richtig Glück, ist das die günstigste Alternative. Ein Sack kostet irgendwie 8,75 Euro, 25 Kilo beim Raiffeisenmarkt. Das kann sich, glaube ich, jeder leisten. Ja, und Boilies sind da nochmal selektiver, weil Mais auch viel von den Vögeln weggefressen wird. Ja, und dann ist wichtig, punktgenau zu füttern. Ich bin eher dafür, an so einem Gewässer relativ kleine Areale zu füttern, nicht großflächig. Denn ich sage mir, auf einem Spot sollen sich die Fische aufhalten, die Vögel aufhalten und den freischwimmen, damit ich keine Kraut in meine Schnüre und in meine Montage habe, wenn ich dort ablege. Also lieber punktuell füttern und dafür mehr. Klappt, ne? Dass ich den jungen Herrn hier zum Fisch führe. Jetzt könnt ihr sehen. Das ist schon ein Schuppenkarpfen. Sehr aktiv momentan. Ja, ich würde sagen, schon einer der größeren. Ja, zumindest. Das sind die Fische, die vor 3-4 Jahren reingesetzt wurden und jetzt schon über 10 Kilo angewachsen sind. Die wachsen hier sehr, sehr schnell ab. Jahrelang wurde hier halt kaum geangelt wegen dem Kraut. Ja, und jetzt schon solche Fische. Die nächsten Jahre wird Spaß machen. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Hast du? Ja. So, nach der Session füttert man meistens noch eben nach, damit die Plätze aktiviert bleiben. Er füttert meistens noch dann jeden zweiten, dritten Tag, vier Tage nach. Wir konnten leider nicht so viel Aufnahmen machen, weil das Wetter momentan wieder die Karten spielt. Dann ganz zu regnen auch noch. Und ja,
wie ich schon vorhin erwähnt hatte, punktuell füttern, damit die Flächen sauber bleiben, von Kraut her, Seerosen her. Ja. Der Eimer ist leer. Ja, wie ihr gesehen habt, heute nur ein kurzes Video. Der Wind macht großes Film nicht möglich, dann wird es sehr unschön mit dem Ton. Immer dran denken, beim Einpacken noch eben wieder die Stellen füttern. Wichtig, Futter muss immer liegen und so habt ihr euch schon mal einen Weg gespart. Könnt ihr morgen, braucht ihr morgen nicht unbedingt hingehen, übermorgen wieder. Ja, mich werdet ihr so schnell wahrscheinlich nicht in diesem Video wiedersehen. Nee. Mich könnt ihr finden unter MT Carp & Fishing auf YouTube. Ja, Link tue ich reinschreiben unten in der Videobeschreibung. Ja, ganz so aktiv bin ich gar nicht. Mehr. Früher mal mehr. Aber ja, wichtig ist, dass man sich hier, wenn man aus der Region kommt, verbindet. Mal gemeinsam losgeht, gemeinsam Fische fängt, was ja geklappt hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei denen auf dem Kanal. Die machen das super, die Jungs. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.